Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Teil Way of the Hunter mit eurem Captain Dux. Wir machen heute ein paar Quests. Wir gucken mal, endlich gucke ich mir die Map mal nachts an, denn wir haben die Quest von 1 bis 3 Uhr nachts zu überprüfen, was da im bestimmten Teil der Karte abgeht. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Lasst ein Abo da, lasst auch ein Follow auf Twitch da. Der Link für meinen Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Und damit, let's go! Gibt's da eine Straße dahin oder müssen wir da querfeld einfahren? Warte mal, hier oben gibt's eine Straße dahin, ne? Wir müssen halt nur einmal hier runter und dann rechts an der Kreuzung. Okay. Gibt's ja eigentlich auch so Nacht? Also, warte mal, wie sieht's denn jetzt aus, wenn ich jetzt durchs Fernglas gucke? Habe ich nicht wirklich Nachtsicht, ne? Aber das gibt's halt, ich glaube, das gibt's noch nicht. Das ist halt noch so ein Punkt, so ein Nachtsichtgerät für die Jagd im Dunkeln wäre, glaube ich, nicht so schlecht, oder? Du siehst ja hier fast gar nichts im Wald. Also wenn du jetzt im Wald unterwegs bist, bist du ja richtig offen. So, hier unten müsste dann eine Kreuzung kommen, wo wir hier hochfahren können. Was ich cool fänden würde, ist, wenn jetzt hier so ein Hirsch über die Straße läuft und einfach wie angewurzelt stehen bleibt, weil er so hypnotisiert von dem Scheinwerfer ist. So wie man das eigentlich aus der Realität auch kennt. Dann könnte man, glaube ich, easy auf eine Herde zufahren, die Hälfte bleibt stehen und dann könntest du die einfach wegknallen. Das wäre, glaube ich, nicht sehr ethisch gejagt. Wir haben die Ausfahrt verpasst. Was ist denn dieser Weg, der hier... Ach, das ist der Weg, okay. Kann ich den mit dem Auto fahren? Okay. Ja. Hier ist, glaube ich, Endstation, ne? Okay. Spiel hat sich schon gedacht, dass hier einige Idioten versuchen, mit dem Auto hochzufahren. So wie ich. Legen wir einfach mal einen Baumstamm in den Weg. Okay, dann geht's jetzt zu Fuß weiter. Da unten ist ein rotes Licht. Aber ist das mein Auto? Nee, kann nicht sein. Mein Auto steht ja da. Oh, okay. Is this some kind of joke? Erlege männliche Weißwedelhirsche, ohne das Herz zu beschädigen. Erlege weibliche Weißwedelhirsche, ohne das Herz zu beschädigen. Okay. 100 Meter, ist schon eingestellt. Top. Und... Treffer. Ist aber noch weit gelaufen, dafür, dass ich eigentlich vermutet habe, ich habe das Herz getroffen. Oder zumindest angeschnitten, ne? So. Nee, tatsächlich haben wir zu hoch geschossen. Hätte noch ein bisschen runtergehen können, ne? Also so 5 cm runter hätte ich das Herz voll getroffen. Ja, egal. Lungentreffer ist auch gut. So, jetzt muss ich aber schießen, bevor der hinter dem Hügel verschwunden ist. 150 Meter. Und... Peng. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu niedrig geschossen. Ist mir jetzt gerade beim Schießen aufgefallen, ich wollte einen Herztreffer landen, habt ihr bestimmt gemerkt, aber ich war ja noch nicht ganz auf 150 Meter ran, sondern war noch 20 Meter, also ich war noch 20 Meter drüber, waren die noch entfernt. Nicht, dass es jetzt zu tief war. Ach, stimmt, lol. Ich habe ganz vergessen, dass da steht, ohne das Herz zu beschädigen, lol. Alter, ja, verkackt. Barbarossa, mittlere Menge, klar. Also, das sieht jetzt erstmal nicht so aus, als ob ich das Herz getroffen habe. Ich könnte Glück haben. Wie sollen das Herz nicht beschädigen? Weil, ach so, anscheinend wollen die direkt das Herz essen oder was? Was sind das denn für Leute? Wie sind die denn drauf? Die Männchen ruhig. 200 Meter. Okay. Wir schleichen uns mal ran. Vielleicht können wir da den nächsten Weißwedel schießen. Okay, dann nehmen wir den jetzt mit und können uns an die nächste Gruppe gleich ranschleichen. Falls wir den jetzt wirklich hier im Herz getroffen haben. Wir haben nicht das... Oh mein Gott! Oh! Leute! Digga! Wir haben nicht das Herz getroffen, aber ey, das war so knapp. Das war so knapp. Krass. Hauptschlagader haben wir getroffen. Okay, okay. Ist ja alles voll. Ist ja alles voll.
hoffe, sie ist nicht so weit gelaufen. Ich glaube, bei den Weibchen ist ja der Metabolismus nicht ganz so stark wie bei den Männchen. Die müsste eigentlich schneller umfallen. Aber wir schauen. Also hat sie es noch über den Fluss geschafft? Nee, lol. Hat sie nicht. Hier liegt sie. Okay, schön weit weg vom Herz, durch beide Lungen durch. Schau in den Briefkasten. Okay, wir können die Quest weitermachen. Ja, würde ich auch gleich wieder zurückgehen, weil ich sehe jetzt erstmal hier nichts, worauf wir sonst noch gehen könnten. Habe ich alles verjagt. Da hinten ist gerade noch jemand geflüchtet. Wenn ihr euch die Screenshots von den Kills bei mir in Way of the Hunter oder auch von Call of the Wild oder von den Videos oder was auch immer, von den Streams nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Und ihr könnt im Channel Erlegtes Community auch gerne eure Abschlüsse präsentieren aus den beiden Spielen oder was auch immer. Ja, schaut gerne vorbei, dann schauen wir uns die Bilder zusammen. So. Ja, sehr gut. So muss das sein. Du parkst dein Auto einfach beim Lidl, ja? Wenn du zu Hause bist, gehst du an dein Parkschild und sagst hier, jetzt sofort wieder herkommen. Ist wie Kit. Kommt dann von alleine wieder angeflogen. So, Fallen entschärfen. Mache ich doch sehr gern. Oh, ey, labert doch mal nicht so viel Scheiße. Es kriegt mich auch schon wieder. Noah has a son? Ah, or is this another code? Diese Questreihe. Also einige Sachen finde ich ja cool, aber das jetzt hier ist wieder, ich komme nicht ins Haus. Die flirten hier miteinander. Ich will einfach nur spielen. Ich will Tiere schießen. Ja. Untersuche das auf der Jagdkarte markierte Gebiet, um Noahs Sohn Timothy zu finden. Ey, Noah hat auch nichts im Griff, ne? Ja, ich gehe da jetzt zu Fuß hin. In der Hoffnung, dass wir unterwegs irgendwas Cooles sehen, um drauf zu schießen. Diese Questreihe. Lasst mich doch einfach Tiere schießen. Ich bräuchte schon wieder, dass ich heute Quests machen wollte. Schön in die linke Lunge. Leider nicht ins Herz. Hätte ich ein bisschen niedriger zielen sollen. 16,1 Fitnesslevel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der war richtig schlecht. Ich würde jetzt spontan sagen, wenn du Anfänger in dem Genre bist, des Hunting Games, würde ich dir zuerst empfehlen, tatsächlich mit The Hunter Call of the Wild anzufangen. Weil da gewisse Spielaspekte es dir einfacher machen, gerade am Anfang. In diesem Spiel hier kann es sein, dass du sehr lange rumläufst, ohne irgendwas zu sehen. Und wenn du dann was siehst und als Anfänger nicht wirklich gut reagieren kannst, dann bleibt es auch bei dem Sehen und du wirst nichts schießen. Ja, ich weiß, ich habe den einfachsten Schwierigkeitsgrad von dem Spiel jetzt ja noch nicht gespielt. Ich würde trotzdem empfehlen, dass Leute, die anfangen, Hunting Games zu spielen, erstmal mit Call of the Wild anfangen. Es wird ein bisschen laggy auf einmal hier in der neuen Region. Ich glaube, hier muss man ein bisschen mehr neue Sachen rendern als vorher. Ross Schneegans. Ja, 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 das ist das, was ich auch schon mal gesehen hatte. Hier sind Schneegänse unterwegs. Ich glaube, ich gehe noch zur Hütte. Ich will ja sehen, ob ich die Hütte gleich nehme, ob ich die annektieren darf, ob die Geld kostet oder was auch immer. Also mal schauen. Ich hätte ja auch gerne eine neue Waffe. Ich glaube, ich kann mir auch eine neue Waffe schon leisten. Also die etwas bessere für Stufe 5 Tiere. Jagderlaubnis erforderlich. Ah, okay, hier darf ich also... Hier bin ich jetzt in einem Gebiet, wo ich die Lizenz nicht dafür habe. Dann kann ich mir wahrscheinlich auch nicht die Hütte. Aber ich gucke mir trotzdem die Hütte an. In dem Gebiet habe ich keine Jagdlizenz dafür. Vielleicht kann ich die gleich an der Hütte kaufen.
Aber dann habe ich kein Geld mehr für die neue Waffe. Ich finde es halt auch irgendwie extrem belastend. Also es ist natürlich auch realistisch, aber ich finde es irgendwie belastend trotzdem, dass du nur zwei Waffen mitnehmen darfst. Klar hat ist ein, sieht ein Jäger mit zwei Waffen auf der Schulter schon komisch aus, ja, aber in Kauf soweit kannst du einfach, da geht's nach Gewicht, da kannst du auch vier Waffen mitnehmen. Je nachdem, ob das Gewicht dann passt. Und dann hast du halt immer für jedes Tier, was dir begegnet, eine Antwort. Ihr merkt ja jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt keine Wildenten, nicht auf Wildenten geschossen, weil ich einfach keine Schrotflinte dabei habe. Oh Gott, was ist heute los? Weil ich halt, ich habe eine Waffe für Stufe 3 Tiere dabei und ich habe eine Waffe für Stufe 4 Tiere dabei. Das heißt, ich kann weißwilde Maultierhirsche jagen und ich glaube, Stufe 3 sind auch Dachse. Ja, Dachse und Rotfüchse. Was würde denn passieren, wenn du da was schießt? Wirst du dann bestraft? Ich habe bisher gelesen, dass man wohl die Tiere nicht verwerten darf. Also du kannst sie zwar angucken dann, die sind dann erlegt und so, aber du darfst sie halt zum Beispiel, kriegst kein Geld, wenn die verkaufst. Wie gesagt, ich werfe immer noch die Frage in den Raum, ob das wirklich Sinn macht, alte Weibchen zu schießen. Und wenn ja, wo steht das, bitteschön? In der Enzyklopädie habe ich es nicht gefunden. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter mit eurem Captain Dax. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn wir wieder Way of the Hunter spielen. Ansonsten wünsche ich euch, ja, eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und ciao.